Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir ein paar PR-Pakete auspacken, denn es ist irgendwie in letzter Zeit einiges bei mir eingetrudelt und das möchte ich euch gerne in diesem Video zeigen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wir fangen mal mit Emarco an. Ja, denn das ist einfach ein so großes Paket, dass ich das echt auspacken will. Ich bin so gespannt, was sich darin verbirgt. Und ja, lasst uns das mal zusammen auspacken. Emarco ist eine Firma, die haben mir letztes Jahr auch einen Adventskalender kostenfrei zur Verfügung gestellt, den ich auch auf diesem Kanal ausgepackt habe. Kann ich die hier oben mal verlinken. Und weil die jetzt auf Amazon auch zu finden sind, ich packe euch die Links zu den Produkten, die ich per E-Mail bekommen habe, unten mal in die Infobox, kann man da jetzt gerade 20% auf die Artikel sparen, die ich euch so zeige. Das ist total cool. Dann gehst du nämlich auf die Homepage irgendwie drauf und bekommst dann per E-Mail den Gutscheincode zugeschickt und kannst dann bei Amazon den Gutscheincode eingeben und bekommst das Produkt 20% günstiger. Also das ist jetzt halt auch nur zum Launch diese Aktion. Deswegen habe ich hier den riesen Karton mit den vielen Produkten bekommen und let's fetz, würde ich sagen. Ich konnte mir tatsächlich auch ein paar Produkte aussuchen. Weil es sind halt Produkte, die im Bereich für die Küche sind. Das sind Deko-Artikel, ja, Dekoration. Und da wäre es ja schade gewesen, wenn das nicht meinem Geschmack entsprechen würde. Und habe ich hier den schönen Karton neben mir. Der ist so riesig. Also, der Postbote hat mich auch ausgelacht, als er mir den gegeben hat. Excellent Houseware, das ist eine Besteckschublade bzw. ein ausziehbarer Besteckbehälter. Den kann man entweder ganz normal in der Küche verwenden oder, was ich so für mich gedacht habe, dass es doch auch eine coole Nummer wäre, um da halt Schminke drin aufzubewahren. Ja, herzlich willkommen auf einem Beauty-Kanal, ne? Ich bin da etwas crazy. Das ist aus Bambus und das ist environmentally friendly, also freundlich zur Umwelt. Riecht jetzt einfach nach Holz, wenn das so rauskommt. Dann kannst du das einfach in die Besteckschublade reinmachen, wo du normalerweise dein Besteck drin hast. Und dann kannst du es entweder so verwenden oder halt entsprechend deiner Bedürfnisse ausziehen. Und das finde ich ganz praktisch, ne? Finde ich ganz cool. Und ich finde, dass diese Abstände auch perfekt sind, so für Lippenstifte oder für Highlighter, für Bronzer, ne, das passt halt auch echt gut. Also da muss ich gucken, ob ich das bei uns in der Küche tatsächlich irgendwo platziere oder ob ich das hier bei mir im YouTube-Zimmer behalten werde. Aber richtig, richtig toll, das fühlt sich hochwertig an, fühlt sich wirklich klasse an und ja, gefällt mir. Das hier war jetzt extra doll mit Luftpolsterfolie eingepackt, weil wir hier etwas drin haben, was auch durchaus zerbrechlich ist. Und zwar ist das so für Pizzen im Ofen machen. Finde ich klasse, weil du manchmal einfach nicht genug Platz hast, um genug Pizzen reinzumachen, ne? Und so kann man das machen. Und ich baue das mal eben schnell zusammen. Das soll nicht in die Spülmaschine, aber in den Ofen. Und maximal 230 Grad hält das aus. 30 cm haben die Bleche jeweils im Durchmesser. Ja, halt einfach wie ganz dünne Backbleche. Das finde ich ganz gut, weil so können die entsprechend auch von allen Seiten gut gebräunt werden. Dann haben wir einen so einen Überhängvieh. Und zwei solche Hakenviecher. Ich habe es jetzt hier hinten mal zusammengebaut. Ich muss gestehen, es war nicht leicht und die Konstruktion ist mir auch noch nicht ganz so geheuer. Deswegen kann ich das jetzt auch nicht so in die Kamera zeigen. Ich versuche mal ran zu zoomen. Ich fand es doch etwas schwieriger. Aber ich stelle mich bei sowas vielleicht auch einfach mal ein bisschen an. Hier habe ich das nächste super aufregende Teil. Und das ist eine richtig schöne Uhr und ich glaube, die möchte ich gerne bei uns im Wohnzimmer sehen. Das ist halt so eine klassische Bahnhofsoptikuhr, weil das halt so Metall hier außen ist und ich glaube, mein Freund wird sie lieben. Ich finde die wunderschön. Da spiegelt sich jetzt leider das Ringlicht ein bisschen. Ich gucke mal, wenn ich das Ringlicht ausmache, spiegeln sich die anderen Lichter, aber man sieht sie doch vielleicht ein bisschen besser. Ich finde, dass sie so gut aussieht. Die ist jetzt natürlich noch im Karton drin, aber ihr werdet die auf jeden Fall in meiner Insta-Story demnächst mal sehen. Ich finde die mega geil. Die ist ultra. Ja, was steht hier? Voie Express Nummer 3, Durham to Lanchester First Class. Ja,
Ich mag das. Und dieses Holz da hinten, ne? Das ist, ich finde die mega schön. 39 cm hat die im Durchmesser. Das ist ein Oschi. Okay. Ja, es wurde gerade ein bisschen was vom Lieferdienst geliefert und dann habe ich meinem Freund die Uhr gezeigt und er hat sie einfach direkt aufgehangen und er findet sie ultra cool. Also richtig, richtig geil. Danke, Imarco. Ja, kommen wir jetzt nun zu zwei weiteren Produkten, die noch in diesem riesen Paket drin waren. Da habe ich einmal hier, mega geil, Spiegel. Und das sind unterschiedlich große Spiegel. Die kann ich mega gut verwenden für Instagram-Fotos. Das sind halt drei verschiedene Größen. Jetzt habe ich die Größenentfernung 29, 24 und 20 cm. Und das sind einfach so Spiegel, die man hier so aufhängen kann. Die hängen jetzt noch zusammen, weil das Kram ist hier noch zusammen. Aber mega cool. Die kannst du natürlich auch einfach so hinhängen. Ich persönlich werde die für Insta-Fotos verwenden. Mega. Die sind halt auch wieder in diesem industriellen Design. Ich will das jetzt auseinandernehmen, um euch die Spiegel mal einzeln zu zeigen, beziehungsweise das auch mal von hinten und so zu zeigen, ohne dass da jetzt so viel Rompampam ist. Das zeige ich am besten mal den 20 cm Spiegel. Da hast du hier oben halt so eine Kette dran und ja, von außen ist das so anthrazitfarben und ich, ne, halt genau wie die Uhr. Finde ich richtig klasse, finde ich toll. Kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, das so irgendwie aufzuhängen. Und das letzte, was ich mir ausgesucht habe bei Imarco, hat so einen kleinen Retro-Charakter für mich. Das ist so, ja, meine Oma und meine Mama hatten damals genau so eins und jetzt bin ich auch erwachsen und kann mir oder darf mir tatsächlich jetzt auch sowas holen. Ich habe tatsächlich schon ein eigenes Nähkästchen, was ich damals bekommen habe, als ich glaube, zur Kommunion gegangen bin. Das ist aber eigentlich, das ist nicht ordentlich, da kannst du nicht die Sachen gut drin verstauen. Und jetzt habe ich bei Imarco dieses Schätzchen entdeckt und ich fand das so schön. Ich weiß nicht, wer kennt es auch noch? Ich glaube, jede Oma und jede Mama hat so ein Teil, oder? Und das kann man halt auseinanderklappen. Es ist jetzt noch etwas schwergängig, weil das halt neu ist. Aber mit der Zeit wird das natürlich, ne, ausgenudelter hier an den Seiten, sodass es dann einfacher geht. Und es riecht halt auch noch so schön nach Holz. Und dann hast du hier halt verschiedene Fächer und kannst dann verschiedene Sachen reinmachen. Und ich finde das großartig. Also das hat für mich halt so einen kleinen Heimataspekt. Und ich meine, ne, man sieht hier schon, so ein paar Holzsplitter, da muss man vielleicht nochmal nachfeilen oder so. Aber man muss halt auch dazu sagen, es sind wirklich nicht teure Produkte. Es ist super günstig und es ist super schön und man bekommt es halt jetzt auch bei Amazon. Und wenn ihr auf die Links unten in der Infobox klickt, bekommt ihr ja auch einen 20% Gutschein. Und das fand ich ultra klasse. Und ja, ne, läuft jetzt nur aktuell zur Einführung der Produkte. Also seid schnell, dass ihr das noch macht und euch diesen Rabatt sichert. Aber auch ohne den Rabatt sind die Produkte so, so passend. Ne? Also das ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Vielen, vielen Dank an Imarco. Es macht mir jedes Mal echt Spaß, die Produkte dann auszupacken, anzuschauen. Ich durfte auch schon eine komplette Verlosung auf Instagram machen mit der Firma zusammen und ja, richtig, richtig, richtig cool. Die Produkte kommen liebevoll verpackt bei euch zu Hause an, da müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen und ja, Dankeschön. Richtig geil. Ein sehr, sehr persönliches und herzliches Päckchen hatte mich erreicht, wo auch eine süße handgeschriebene Karte mit dabei gelegt wurde und da steht drauf: für dich liebe Grüße. Und ich würde mal ganz stark behaupten, dass diese Karte auch selbst gebastelt wurde. Ja, denn die liebe Yvonne kam auf mich zu und hatte mir per E-Mail geschrieben, ob ich vielleicht Lust hätte, ihre Produkte vorzustellen. Und ich habe gesagt, klar, gerne. Ich verlinke euch unten in der Infobox auch, wie ihr zu ihr kommt. Sie hat mir zuallererst eine Karte geschrieben. Liebe Claudi, ich wünsche dir ganz viel Freude mit den Abschminkpads. Damit du dir ein Bild machen kannst von den Produkten, die ich in meinem Etsy-Shop anbiete, habe ich diese Karte und eine Box für die Abschminkpads gebastelt. Siehste, das kannst du da kaufen. Liebe Grüße, Yvonne. PS, ich habe noch eine Kleinigkeit eingepackt. Oh ja, also zuallererst, ja, diese Karte kann man dann auch in ihrem Etsy-Online-Shop kaufen. Den Link, wie gesagt, packe ich unten in die Infobox. Dann hat sie hier auch noch eine Karte mit beigelegt, handgemacht von Tüdeldings bei Yvonne Vetterlein, unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Ja, dann ist noch ihre E-Mail-Adresse, wie gesagt, alles unten in der Infobox verlinkt. Und dann kommen wir doch mal zu dem Hauptding, was sie mir geschickt hat, nämlich den Abschminkpads. Hier steht, also es ist so schön, also Leute, so eine Box, ne? Das ist so schön. Ich mag Handarbeiten, aber ich kann sowas nicht selber. Das Glück ist ein Schmetterling. Setz dich hin und er lässt sich auf deinem
auf deiner Schulter nieder. Das ist schön, ne? Dann macht man die Box auf und es schauen einen diese wunderschönen Abschminkpads an. Ich bin ja ein absoluter Fan von wiederverwendbaren Abschminkpads, Leute, ne? Und ja, so sieht das aus. Ich musste das wieder etwas zusammenfriemeln, weil ich tatsächlich, ich glaube, das unterste oder diese, also eins von den blauen, habe ich tatsächlich schon verwendet, um euch ein bisschen zu sagen, wie das funktioniert. Und sie stellt das so her. Ich weiß gar nicht, welches kann ich. Ich glaube, das Rosane kann man am besten zeigen, ne? Von der Farbgebung her. Also die sind halt in Weiß, Blau und Rosa. Und sie häkelt die tatsächlich. Also das ist wirklich richtig wundervolle Handarbeit. Und da muss ich auch wirklich sagen, Hut ab. Ich bewundere jeden Menschen, der Handarbeiten macht. Ne? Ein bisschen was kann ich. Ich kann ein bisschen Socken stopfen. Ich kann ein bisschen was, einen Knopf annähen oder eine Maske nähen oder sowas. Ne? Das kann ich wohl per Hand. Aber bei sowas, ja, hört einfach meine Kunst auf. Und das Gute bei diesen Pads ist tatsächlich die Oberfläche. Eben weil das so gehäkelt ist. Ja, das ist nicht nur, weil das hier so flexibel ist, sondern weil du halt einfach auch richtig schön das runterbekommst. Also man kann grobe Sachen quasi mit dieser etwas gröberen Seite abnehmen und die Feinheiten macht man dann mit der anderen Seite. Das ist so, so angenehm. Das ist wie so ein leichtes Gesichtspeeling auch mit dabei. Gefallen mir. Ja. Und vielen, vielen Dank, liebe Yvonne. Gerne mache ich hier Werbung für dich. Deswegen, das hier ist ein absolutes Werbevideo, Leute. Ich glaube, viel mehr Werbevideo geht hier kaum. Ja, ne? Deswegen, alles in der Infobox verlinkt, wie auch von allen anderen Produkten, die jetzt noch folgen werden. Sie hat mir tatsächlich auch noch ein paar Produkte mit dazugelegt, und zwar von Arcaya, German Cosmetics etwas. Ich habe diese Marke auch, glaube ich, irgendwo mal in der Box mit drin gehabt. Dann hat sie mir noch zwei Masken mit dazugelegt, und das finde ich klasse. Ein sehr aufmerksamer Mensch hat mir meine Lieblingsmaske mit beigelegt. Vielen, vielen Dank. Die Neutrogena Hydro Boost, die ist so, so schön. Und dann hat sie mir noch beigelegt von Aroma Blend Moisture, nee, von Shank Pre. Genau, das ist so eine koreanische Maske. Ja, eine Feuchtigkeitsmaske. Vielen, vielen Dank. Wird auf jeden Fall verwendet bei meiner durstigen Haut. Kann ich das echt gut gebrauchen. Ich war sehr verwundert. Ich habe ein PR-Paket von Weleda bekommen. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Weleda habe ich ja den Adventskalender auch schon letztes Jahr geöffnet. Den kann ich euch hier oben im E-Mail verlinken. Und hier sehen wir dann einmal die drei Produkte, die mir geschickt wurden, die ich jetzt einfach mal testen kann. Teilweise habe ich die schon mal getestet. Das ist ja Naturkosmetik. Und ja, da habe ich einmal ein Granatapfel-Regenerationsöl. Das ist dieses hier. Und ja, das wirkt antioxidativ und beugt so vorzeitige Hautalterung vor. Ja, ja, das mit der Hautalterung ist echt so eine Sache, Leute, ne? Genau. Das kannst du, ich glaube, im Gesicht verwenden, ne? Und das hier ist eine Sanddorn-Vitalisierungsdusche. Ich denke, die werde ich heute Abend direkt mal verwenden. Und dann gucke ich mir die mal an. Wie riecht die denn? Die riecht nach Orange. Das ist eigentlich nicht so mein Fall, aber ich gucke mal, wie die auch von der Pflegewirkung her ist. Und dann habe ich hier etwas drin, was ich ganz toll finde, und zwar Skin Food, Intensivpflege für Gesicht und Körper. Und ja, das ist halt wirklich etwas, was die Haut nähren soll, intensiv Feuchtigkeit spenden soll. Das regeneriert die Hautbarriere und schützt vor dem Austrocknen. Genau. Wenn ich zum Beispiel so ganz trockene Stellen hier am Ellenbogen habe oder wenn ich hier wieder Krawuff habe, dass man das einfach drauf gibt und oder um die Nase. Dafür habe ich mir das eigentlich vor allem so gedankenmäßig, als ich das Paket aufgemacht habe, überlegt. Ich denke, da wird das echt eine ganz gute Geschichte sein, ne? Weil meine Nase spielt ja echt eine Party. Und ja, mega geil. Vielen, vielen Dank, Weleda. Da habe ich mich mega drüber gefreut. Das ist echt cool. Unser Engagement für Mensch und Natur. 100% zertifizierte Naturkosmetik mit wertvollen Bio-Inhaltsstoffen. Über 80% der Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau. 0% Mikroplastik. 70% vegane Produkte. Inhaltsstoffe 100% natürlichen Ursprungs. Ethischer Handel, fair zu Mensch und Natur. Also die sind UEBT zertifiziert seit 2008 als erste europäische Marke. Okay. Verpackung zu 85% recycelbar und 98% Wiederverwertung bei der Herstellung anfallender Abfälle. Ja, guck. Also wirklich eine sehr, sehr grüne Marke, um das mal so zu sagen. Wusste ich ehrlich gesagt auch nicht so in Summe, ne, was die alle so drauf haben. Finde ich krass. Kommen wir zu einer weiteren wiederkehrenden Post, sage ich jetzt einfach mal dazu, was ich bekommen habe, und zwar von Dalton. Ich habe ja schon den zweimonatigen Hautpflegetest gemacht, den ich euch hier oben mal verlinken kann, wo ich sehr, sehr viele Produkte verwenden und ausprobieren durfte, die ich jetzt mittlerweile fast komplett alle aufgebraucht habe. Und ja,
Genau, dann haben wir natürlich auch telefoniert und uns überlegt, wie machen wir jetzt weiter. Da habe ich sowohl mit Jasmin als auch mit Denise Kontakt gehabt. Und ich habe mir gewünscht und habe auch gefragt, ob es möglich wäre, einfach noch weitere Produkte aus der Range zu testen. Zum einen führen die auf ihrer Homepage die Marke Nee. Das ist eine Kosmetikmarke und ich habe gesagt, Mensch, wäre das nicht ultra cool, wenn ich die auch auf diesem Kanal vorstellen könnte in einem Full Face Only Using Nee. Ich habe irgendwie habe ich auch in der E-Mail gefragt, habt ihr Bock drauf oder sagt ihr Nee? Und ja. Ich habe die tatsächlich bekommen und ich hatte meine Idee geschickt und ja, dann wurde halt geschaut und was halt vielleicht ein bisschen besser meinem Hauttyp entsprechen könnte. Und dazu werde ich auch demnächst noch ein Video abdrehen. Ich denke, dass ich das morgen drehen werde und ja. Dann durfte ich mir auch noch ein paar Körperpflegeprodukte aussuchen. Und was ich richtig geil fand, den Sonnenschutz fürs Gesicht habe ich ebenfalls bekommen. Das, was ich in meinem Dalton-Testvideo auch gesagt habe, was mir einfach gefehlt hat. Und ja, jetzt habe ich hier ein mega großes, schweres Paket. Und ich bin super ehrfürchtig, weil Wahnsinn. Also das ist hochwertig und schön. Ich muss mal gucken, ob mein Gutscheincode BeautyClaudy noch gültig ist. Da bekommt ihr 20% Rabatt auf der kompletten Dalton Homepage, abgesehen von Geschenkgutschein und rabattierten Produkten. Und hier, oh Gott im Himmel, hier haben wir dann einmal den Blick in das Paket. Die haben das auch richtig schön eingepackt mit Seidenpapier und so weiter. Und zuallererst habe ich hier so ein Kärtchen drin. Liebe Claudi, anbei wir besprochen die Auswahl an Produkten zum Testen. Melde dich gerne bei Fragen und wir freuen uns bereits auf dein Video. Sonnige Grüße, Denise. Und ein Herzchen von der lieben Denise. Huch, danke Denise und danke Jasmin. Also die beiden, die machen sich auch immer richtig, richtig viel Mühe und sind mit viel Liebe dabei. Und es ist so, so liebevoll. Also auch wirklich vielen Dank an dieser Stelle. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich bekommen habe. Es ist prall gefüllt mit so schönen Sachen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Okay, wir fangen an. Sun Care Prevent and Control, eine Body Lotion After Sun. Das ist super praktisch, denn ja, du, also es muss nur 20 Grad warm sein und dann muss ich tatsächlich schon direkt sowas verwenden. Ansonsten rastet meine Haut vollkommen aus am Körper. Dann habe ich hier die UVA und UVB Lichtschutzfaktor 50 Plus Sun Care Prevent and Control. Das ist eine Gesichtscreme. Das ist auch klasse. Schutz und Pflege ist das. Mit eine hochwirksame Sonnenpflege mit Lichtschutzfaktor 50 plus zum Schutz vor schädlichen UV-Strahlen und vorzeitiger Hautalterung. Angereichert mit Spirulina-Alge für intensive Feuchtigkeitsversorgung und zum Schutz vor freien Radikalen. Ich bin geflasht, Leute. Ihr wisst es auch. Unfassbar. Ich habe hier noch ganz viel Nachschub von den Masken bekommen. Wahnsinn. Echt krass. Das ist die Face Care Hydrolift-Maske. Ey. Ihr seid doch wahnsinnig. Ich habe da so ein ganzes Set bekommen. Oh, guck mal, Beauty Forum Stars Award 2020. Wir sind nominiert. Stimme für uns ab unter www.bf-award.de. Leute, komm, wir stimmen da jetzt alle mal für die Dalton-Masken ab, okay? Denn die ist echt geil. Lass uns das mal machen. Ich packe euch den Link mal in die Infobox, ne? So, das hier gehört irgendwo dazu. Das ist ein Sprayer. Oh, Sun Care Prevent and Control UV Protection Spray. Das ist ein Lichtschutzfaktor 30. Okay, werde ich auch austesten. Cool. Also bei vielen Produkten wusste ich nicht, dass sie mit drin sind. Multitasking, das Ampullenset. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir hier nochmal, nee, nicht nochmal, die No Filter Needed Soft Focus Silky Ampullen. Mega. Ich bin total baff davon, Leute. Ihr ne, merkt es mir wahrscheinlich an, weil ich da nicht so viel zu sagen kann, weil ich bin so beeindruckt von diesem Paket. Dann habe ich hier ein Riesenpaket. Body Care Spa Deluxe, eine samtige Körperbutter. Ja, bitte. Oh, ich liebe die Tiegel von Dalton. Da haben wir zum Beispiel auch die Gesichtsmasken in solchen Tiegeln drin. So schön. Riecht jetzt so nach nichts, aber ich glaube, die sind auch parfümstofffrei, aber ich mag einfach diesen Geruch von dieser Meereskosmetik, ne? Das ist ja Kosmetik, die inspiriert ist eben vom Meer. Inspired by the Sea steht ja auch immer drauf. Steht sogar in der Verpackung drin, Leute. Weil, ja, die Menschheit ist ja evolutionsbedingt aus dem Meer entstanden. Und, ja, deswegen sind Meeresmineralien gut für uns, gut für unsere Haut, gut für, ja,
unser Schönbefinden. Eine Augencreme, genau. Die hatte sie mir auch empfohlen, weil ich habe ihr auch, also noch umfassender, fast schon als das Video, was ich gedreht habe, habe ich ihr ein telefonisches Feedback auch gegeben und ja, mit ihr darüber auch nochmal einzeln gesprochen, über die unterschiedlichen Produkte, die bei mir funktioniert haben, die nicht funktioniert haben, warum sie gegebenenfalls nicht funktioniert haben können und so weiter. Also das ist eine super offene Kommunikation, die wir haben und das finde ich so, so schön und ja. Hier hat sie mir halt die Augencreme Marienfilter Extreme Lift mit beigelegt. Sie sagte, dass die dann gegebenenfalls noch ein bisschen besser für mich sein könnte. Weil ich hatte gesagt, dass die Q10 Augencreme, die ich verwendet habe, zwar gut war, also auch meine Augenpartie schön gemacht hat, aber der Concealer und so weiter, also wenn ich mich nachher geschminkt habe, hat nicht so schön darauf gesessen, wie ich es gerne gehabt hätte. Und ja, da hat sie mir die noch mit beigelegt. Voll toll. Wir kommen jetzt mal zu den ganzen Kosmetikprodukten. Ich bin baff. Da haben wir Mrs. Strobe Liquid von NE. Und NE ist eine total aufregende Marke. Das ist eine italienische Marke von dekorativer Kosmetik. Und die wird auf der Dalton Homepage vertrieben. Und das finde ich so schön. Okay, das ist ein Flüssig-Highlighter. Oder ist das ein Lip-Topper? Dann ein Eyeshadow-Trio hat sie mir mit beigelegt. Hier haben wir das Eyeshadow-Trio Mocha. Süß, dieser Pinsel auch mit dabei, ne? Und einen Spiegel hast du mit dabei. Ein No Trace Compact Powder, das ist dieses hier. So schaut das aus. Schön hell. Oh, bin ich mal gespannt. Mr. Strobe haben wir hier. Das ist doch bestimmt der Highlighter. Oh ja, oh ja, oh ja. Diese Prägung ist auch schön, ne? Wow, Chubby Lipstick. Wow, 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 wow. Ja, oh ja, da habe ich mir eine intensive Farbe ausgesucht. Geil, oder? Oh, das riecht nach Minze. Riecht voll interessant. Super, super angenehm. Und die Farbe ist Bubblegum. Ein Eyebrow Kit. Trevi Grey steht hier hinten drauf. Oh, süß. Guck mal. Das ist eine Pomade und dann hast du ein Mini-Spoolie und einen Mini-Stift mit dran. Das finde ich klasse. Das mag ich. Ein Augenbrauenstift, ebenfalls Eyebrow Pencil. Der ist in der Farbe 01. Ja, das hat so ein Bürstchen hinten dran. Das werde ich wahrscheinlich eher weniger verwenden, aber ich habe ja in diesem Eyebrow Setter auch ein Bürstchen dran. Das ist ganz schön grau, ne? Ich muss mich echt zurückhalten, dass ich da jetzt nicht alles so swatche und ausprobiere. Dafür haben wir ein eigenes Video dann. Ein Glow Serum ist auch mit dabei. Oh mein Gott, ist das schön. Nude Glow Serum. Ist das hübsch? Das ist so eine schöne Pipette und dann sind da so Sparkles drin, aber schön. Oh. Wow, Chubby Stick in der Farbe Puncherry. Das ist dieser hier. Wusste ich ja gar nicht. Das ist, ja, die habe ich mir auch ausgesucht. Das ist eine Face-Palette mit Blush, Bronzer, Highlighter. Und dann hast du hier noch so Creme-Produkte drin. Ich wusste gar nicht, dass es Creme-Produkte sind, als ich mir die angeschaut hatte. Und wie gesagt, das sind halt so, ne, die kannst du per Hand versetzen. Und das hier ist hier unten auch so ein Highlighter. Mega interessant. Ich habe noch gar nicht solche magnetischen Paletten bei mir. Und ja, das ist jetzt meine erste und die wird verwendet. Hier habe ich noch etwas und zwar Body Care Spa Deluxe Ginger Sea Salt Body Scrub. Ja, das wollte ich auch unbedingt mal ausprobieren, weil das die liebe Meloflori tatsächlich immer wieder empfohlen hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Die innovative Formulierung. Das riecht so geil nach diesen Dalton-Produkten. Mag ich gerne. Danke, 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 danke. Weiter geht's mit der dekorativen Kosmetik und da habe ich eine Deep Black Extension Mascara. Schön. Ja, ich mag dieses weiße Design von Dalton und einige Nähprodukte haben das offensichtlich auch. Mega. Das ist ein Gummibürstchen. Das riecht angenehm. Das hat nicht diesen typischen Mascara-Stinke-Geruch, sondern sehr angenehm. So, was haben wir hier? Mini-Make-Up-Fixer for all types of skin. 50 ml, genau, den habe ich mir auch ausgesucht. Den wollte ich auch mal ausprobieren. Ich bin echt total baff, dass ich das alles zugeschickt bekommen habe, ne? Und das ist ein Fixing-Spray. Dann habe ich hier drin einen BB-Lipstick in der Farbe Coral. Ein korallfarbenen Lippenstift. Der fühlt sich richtig, richtig gut an. Oh ja. Oh, geil. Finde ich großartig. Oh, und der riecht angenehm. Perfect Skin Oxygen Foundation mit Lichtschutzfaktor 15. Und die soll meinem Hautton perfekt
passen. Also nicht von der Farbe her, also nicht nur von der Farbe her, ne, sondern auch von der Formulierung her. Die haben auch so viele verschiedene ja, Foundation-Typen und auch Pudertypen und so weiter, sodass du halt wirklich für dich abgestimmt das perfekte Produkt finden kannst. Und das ist von der Verpackung her wie Dalton, nur in schwarz, oder? Ich finde das gerade so schön. So, dann haben wir hier Bright Flash Illuminating Liquid Concealer. Natürlich darf ein Concealer bei der ganzen Full-Face-Geschichte nicht fehlen. In der Farbe C1. Der ist auch schick. Und dann habe ich hier nochmal den Weightless Liquid Concealer. Genau, dass man da einfach mal beide ausprobieren kann, um zu schauen, welcher jetzt besser passt von der Formulierung her. Und dann kann ich da, ich hatte zwei untere Augenpartien, kann ich da auch was zu sagen. Da habe ich hier die Farbe N0. Bodycare Hydro Boost Moisturizing Emulsion, das ist dieses Produkt. Diese Verpackung von Dalton, ne, das ist schon direkt, weil du packst drüber. Es ist nicht matt, es ist nicht glatt, es ist irgendwie so samtig. Es ist so ein Zwischending, es ist so schön. Du merkst halt direkt, dass du ein hochwertiges Produkt in deinen Händen hältst, wo wirklich bis ins kleinste Detail darauf geachtet wurde, dass es halt echt perfekt beim Kunden ankommt. Oh ja, und das ist dann halt wirklich eine etwas leichtere Geschichte als jetzt zum Beispiel die Body Butter, sodass man sowas auch super im Sommer verwenden kann und sich dann danach einfach leichte Klamotten anziehen kann. Und ich denke, die Body Butter ist dann eher was für abends, ne? Dann haben wir hier Comfort Clean Soft and Pure, das AHA Peeling. Und dazu habe ich auch eine sehr ausführliche Beschreibung bekommen, wie ich dieses Fruchtsäure-Peeling anwenden soll. Denn ich möchte mich gerne dran trauen und ich möchte auch gerne unter Begleitung solche Produkte ausprobieren. So alleine, ohne zu checken, was gerade mit meiner Haut passiert, würde ich sowas ungern machen. Aber wenn ich weiß, da stehen halt Leute hinter mir von einer Firma, die sich einfach damit auskennen, gerne, wirklich. Ne? Also da finde ich auch Dalton als sehr, sehr guten Partner für mich, was das angeht. Hier haben wir das Produkt. Das sieht echt schön aus. Also diese Verpackungsdesigns und diese liebevolle Geschichte insgesamt, dass es alles so abgestimmt ist und so. Ich liebe das und ich finde, das hat Dalton echt drauf. Das letzte Produkt, was sich hier in der Box verbirgt, ist etwas, was ich in diesem Video tatsächlich verlosen darf. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist, dass du irgendetwas mit Soul in die Kommentare schreibst. Soul, Inspirational Skincare, das Illuminating Oil. Ja, es ist ein wirklich hochpreisiges und wunderschönes Produkt, was sich nicht wie ein Öl auf der Haut anfühlt, sondern es zieht halt wirklich schnell ein. Inspirierendes Pflegekonzept für mehr Wohlbefinden und Schönheit. Versorgendes, lüftendes Zwei-Phasen-Ölserum mit glättendem Brightening-Komplex aus persischem Seidenbaumextrakt, herzblättriger Alpenkugelblume und Hibiskus für die abgespannte und fahle Haut. Und ich finde, es ist einfach so ein perfektes Verlosungsprodukt, weil nicht nur die Verpackung schön ist, sondern das Produkt auch schön ist. Und deswegen, ne, möchte ich das gerne verlosen. Ihr Lieben, ich habe jetzt ordentlich erstmal hier ein bisschen was aufzuräumen. Ihr Lieben, das hat mich hier gerade wirklich umgehauen. Das war wirklich super schön für mich gerade. Es hat gut getan, wirklich. Ne? Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen, tja, Hauls. Ja. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!